General wird gerade gefasst, Junge. Wie gefasst? Brauchen wir Hilfe. Wie gefasst? Ja, der wird gerade festgenommen und all so eine Scheiße. Wo denn? FIB-Base. Da sind so viele Bullen gerade, die kommen alle jetzt rein. Das ist das, gell? 10 Stück mindestens. Der Angeklagte wird zu einer Haftstrafe von 635 Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von $253.000 verurteilt. Die Fahndung ist hiermit geschlossen und der Angeklagte geht in die Obhut der Exekutivbehörden über. Pass auf deinen Arsch auf, ne Süße, nicht nochmal ein Paletto tanken gehen. FNNDM. 187! Bitch name a list, still I'm going no swish. Shots of rum in the bitch, I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Jungs, Funkgeräte aus. Habt ihr gehört? Funkgeräte schmeißt ihr weg, habt ihr mich verstanden? Habt ihr schon gefunkt? Ich frage jetzt noch einmal, habt ihr gefunkt? Nein, haben wir nicht. Ich hab hier Staatsgefängnis. Seid ihr euch da ganz gehört? Sicher? Nee, ich hab's gesagt, ja. Sie haben sie noch nichts Warum gesagt. Warum hast du Staatsgefängnis gesagt? Die haben noch nichts gesagt, dass wir nichts sagen sollen. Zu dem Zeitpunkt. Alles klar. So Jungs, woher habt ihr diese Info, dass wir hier sind? Wir haben hier gerade jemanden eingeknastet. Eingeliefert, okay. Und dann geht ihr alle Zellen hier ab und guckt hier, ob hier irgendwo einer drin ist, ich oder was? Ich hab sie gesehen da oben. Wir haben mich gesehen von unten. Dass ja, ich hier oben ich in der hab Ecke sie stehe. Gesehen. Alles klar, was machen wir jetzt? Jetzt, dass wir hier sind. Eine Pub-Situation, würde ich sagen, oder? Ich kann's ja nicht erkennen, ne? Am besten würde ich Ihnen empfehlen, Sie gehen gleich wieder, ne? Weil die Kollegen haben die Funksprüche auch schon gehört. Kollegen haben den Funkspruch gehört, dass sie im Staatsgefängnis sind. Ja, richtig. So, nimmt jetzt einer von euch das Funkgerät ab in die Hand und sagt, hier ist alles in Ordnung, ihr habt den Typen eingeliefert und macht euch normal wieder auf Streifendienst. Hör ich einen falschen Call, seid ihr tot. Verstanden? Du funkst durch, alles wie normal, dass ihr den abgeliefert habt und ihr geht jetzt wieder auf Streifentour oder was auch immer, wo ihr herkommt. Warning, Wood 1, Code 1. Okay, super. Das heißt, ihr habt jetzt durchgefunkt, dass jetzt alles wieder normal ist, richtig? Der ist gerade dabei. Code 1 habe ich durchgefunkt, heißt normal auf Streife. Okay, jetzt kommt ihr mit raus. Zeigt jetzt aus. Ihr habt jetzt ins Tor. Noch mehr Jungs, macht euch ready. Zwei Leute, eine männliche, eine weibliche, gehen rein. Ohne Fahrzeug. Eine kommt wieder raus. Ja, wir müssen die direkt. Beide wieder raus. Steigen ins Auto. In Warte. Einer kommt zu uns. Ja, wir fangen die ab. Jemand Bock, mich mitzunehmen? So, die setzt die Cops in eine Zelle hier. Abmarsch. So Jungs, stellt euch auf, wenn die reinkommen. Wir kommen vor. Also zwei wissen auch schon wieder, dass es LCN ist, wovon auch immer. Wenn ihr merkt, dass die reingehen, kommt ihr hinter denen auch mit rein, dass wir die von vorne und hinten haben. Alles klar. Ja. Zwei Polizeibeamte, ein FIB-Beamter. Fahren beide rund ums Gefängnis. Hat dir jemand was zu essen? Sollen wir uns die zwei packen da hinten? Oder weil die fahren nicht rein, die fahren nur ja, hier. Ja, wir haben hier. Ihr lasst die draußen in Ruhe. Draußen soll keiner merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Kannibale bin ich aber nicht. Ja, die wissen irgendwas. Die haben schon gefunkt, das ist LCN oder so ein Scheiß. Haben wir wieder gehört. Der hat nur Staatsgefängnis, hat er gesagt, hier irgendwas. Dankeschön. Ich schuld euch was. Er steigt aus und kommt ja, in. Einer geht jetzt rein. Digga, das war dumm. Wahrscheinlich. Der kann uns verpetzen, du Depp. Ey, Digga, der kann uns verpetzen, gell? Oh. FAB fährt jetzt auch rein. FAB fährt auch rein. Drei Cops drin. Sollen wir rein du bist oder dumm, nicht? Digga. Sollen wir rein oder nicht? Ja, ihr geht hinterher, Innenhof. Wenn die reingehen. Die stehen im Innenhof, ne? Die stehen im Innenhof. Okay, chill. Bleib locker, lass dich sehen. Fuck, Alter. Du bist am Arsch, Depp, du hast dich freilassen sollen, Alter. Die stehen mit bewaffneten, mit gezogenen Waffen stehen die da schon. Er lässt einfach einen frei, Alter. Ich hab den reingebunkert. Du Wohltäter, Alter. Oh Mann. Ja, ihr seid tot jetzt, ne? Wenn ihr einen freigelassen habt, wissen die das jetzt. Die stehen ich da weiß. Da draußen. Ich such mal eine Zelle aus für gleich, ne? Ich stehe jetzt im Innenhof. Ey, was ist, wenn wir sagen? Wir haben Cops als Geiseln, die sollen Rico freilassen. Haben wir ja. Eine Idee, genau das, darauf will ich ja hinaus. Digga, die werden uns hier. Die Karte haben wir halt noch. Was sind das? Da reinkommt zwei Polizeibeamte, ein FIB-Beamter. Hände hoch! Oh. Darf ihr das da drin? Komm, holt die Waffen raus, wir ficken die jetzt alle hier. Nein, komm, nein, das schaffen wir nicht. Die Valkyrie schwebt da. Digga, solange wir auf die nicht schießen. Die Valkyrie schwebt da. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Oh, ich hab doch gar nichts gemacht. Was?
Bin unschuldig. Mhm. Kann ich nicht nach oben oder so? Ich will mich zum Nachbar haben, warte mal. Ja, wo ist er denn? Zu Ihnen in die Zelle, neben Ihnen. Kann ich zu dem Ölauge da unten? Wo ist er denn? Kann ich bitte Mendoza! Da oben? Mendoza! Wo ist er? Ich möchte oben zu den einen Glatzkopf da oben. Was für Glatzkopf? Wo denn unten? Ist der das hier, ja? Wie lange habe ich denn Einzelhaft? Kann ich auch mal Freigang haben oder was? Wo stecken wir dich denn jetzt am besten hin? Auf deine Frau auf. Ey, Ölauge! Links. Sei leise, du Glatze. Sei leise, du Glatze. Was wird das jetzt? Wollt ihr mich jetzt verprügeln oder was? 1 und 1 nehme ich euch alle auseinander. 1 und 1 nehme ich euch alle auseinander. So, du gehst jetzt nach geradeaus. Du drehst dich oben geradeaus, linke Zelle, rein da. Nee, ich bin nach oben. Ja, hier! Komm hoch hier! Ich bin nach oben. Ölauge! Nee, einen Scheiß werde ich tun. Ölauge! Oh! Alles klar! Skiski! Witzbold! Ich steck hier ein Leben lang drin, da kriegst du noch eine Faust. Hat sich wenigstens gelohnt. Ich geh nach oben, such mir die Zelle selber aus. Ich hab hier VIP-Pass. Ein Scheißdreck hast du, rein da jetzt! Einmal umdrehen. So, viel Spaß in der Zelle. Wir sehen uns noch, Glatze. So, wen haben wir denn noch hier? Ich hab vorhin noch eine Stimme gehört. Ach, was sieh mal einer an, da ist ja noch einer. Ja, was willst du denn? Geh weiter. Wie, was will ich denn? Seit wann sind wir beim Dudu-Affe? Du geh weiter, sei leise! Alles klar, ich komme. Warte ab, wenn ich draußen bin, Alter. Wäre ich denn noch nicht rum? Nee! Herr Montana. Ich droh nicht. Wie heißt du, mein Liebchen? Sag ich nicht. Sag's nicht. Wie heißt der Kerl? Montana. Sonny Montana. Lüge. Du Scheiße. Alter, wer bist du denn? Montana. Lass mich mal frei hier, was ist los? Henna Montana oder was? Halt du halt's Maul. Schnauze jetzt! Fresse jetzt hier! Was für Henna Montana? Warte mal ab, wenn ich rauskomme. Ja, was dann? Ja, dann polier ich dir deine Glatze, Junge. Und dann kriegst du einen Gratisaufenthalt von mir. Geil. Das spreche ich dir. Du schnappst mich nie wieder, glaub mir. Ja, dafür bin ich auch nicht da. Wer bist du? Warte schon nicht. Irgendwie gefällst du mir. Das ist Glatzen Danny West, ist das. Ja. Halt die Schnauze da unten, Mendoza. Ja, ja, scheiße, wenn ich dich kenne, ne? Ja, scheißegal. Das ist umso gefährlicher, du Glatzkopf. Meinst du, machst du mir Angst oder was da unten in der Zelle? Naja, warte mal ab, wenn ich raus bin. Schnuckelchen, hör auf zu drohen. Nimm dich auseinander. Und von Jeff die Frau auch, von hier. Womit denn? Wirst du sehen. Ja, wenn du drohst, dann droh bitte richtig. Cunningham hier, wie heißt sie? Layla? Layla Cunningham bestimmt, ne? Ich bin unschuldig. Ist kein Problem. Ich bin unschuldig, ne? Wollte ich nur mal sagen. Wenn es nochmal 700 Monate oder was? Alter Junge, ich bin auch 254 Monate. Was ist das? Ich hab nicht was gemacht! Ja. Hallo, von der anderen Seite. Jo, hallo. Komm rein, Cunningham. Alter. Oh, Junge, ich schwör's dir. Der ging in den Nacken, wa? Oh, warte ab, du. Ja, wie warte ab, du? Ja, du bist noch komm, komm erstmal oben raus. Ja, warte ab, ne? Ey, Sonny. Was? Wie sieht dein Plan aus hier? Du Junge, ich bin sehr planlos gerade, muss ich sagen. Wir sind gefickt. Was haben sie gemacht? Du bist gefickt? Wir sind gefickt, Junge. Ich glaube. Ja, genau. 250 Monate. Wahrscheinlich klopfen die alle an. Digga. Solange sie mir hier keine Probleme machen, mache ich ihnen keine Probleme, ja? Du bist das Problem, du Glatze. Halt die Schnauze da hinten! Ey, wo ziehst du denn hin? Hast du Knick in der Optik oder hast du Knie unten? Ey, du die Henna Montana da meint gerade wieder große Fresse. Ich hab gar nichts gesagt, du Vogel, du. Brauchst gar nicht hochziehen, lass mich in Ruhe. Nee, lass mich in Ruhe. Ich lass dich dann in Ruhe, wenn ich Bock drauf hab. Ja, geh mal weiter. Mach mal ein Nickerchen. Ja, Sonny. Bock mal hier. Wo bist du denn? Direkt über mir, oder was? Ja, wo bist du denn? Ganz hinten, oder was? Ganz hinten unten, ja. Ja gut, du bist genau wo unter mir, ja. Lass mal beim Klo treffen. Stell dich mal da hin und mach mal, flüstern mal. Hörst mich? Nee, Digga, geht nicht flüstern, ne? Hörst mich nicht, ne? Scheiße, nee. Ihr seid behindert, Hauptsache kommt die echt noch her, ne? Nee, pass auf, wir sind hier rein, Alter. Haben uns in den Zellen versteckt, ne? Und auf einmal kommen hier welche rein, so Koppers, Alter. Und dann haben wir die noch gefangen genommen, haben die in die Zellen reingesteckt. Da haben wir gesagt, Maul halten. Wir wollen hier auf einen warten, der hier gleich eingeliefert wird. Danach seid ihr frei. Und dann hat der eine aber wohl irgendwie noch durchgefunkt gehabt, ne? Wir laufen auch noch raus, Digga. Der macht beim Rauslaufen, ich hab gesagt, lauf vor. Er läuft die Tür durch und schließt sie ab. Digga, dann haben die gestürmt, Junge. Mendoza! Na komm, dann gehen wir hoch zu Henna Montana. Was ein Sonny, hast du gehört? Ja. Hm? Haben sie einen Spitznamen für mich? Ey, du GWD-Hampel. Sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Ey, hörst du schlecht oder was? Was? Ich will nichts zu essen. Sieh zu, dass du Land gewinnst. So ein Trottel. Ey, Mendoza. Mach GWD und den Mendoza, aber was hast du denn schon wieder gemacht? Ich hab gehört, du hast ein Gerichtsgebäude. Ja, ja. Anscheinend war ich ein Terrorist, so wurde es zu mir gesagt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hey, du Glatze, du hast den falschen Weg eingeschlagen. Pass auf. Ich hab grad so einen Windzug im Nacken gespürt. Puste mir nicht in den Nacken, du Affe. Sei froh, dass du keine Frisur hast. Hätte ich an den Haaren reingezogen, du Trottel. Schnauze jetzt da drin. So, der Herr Gambino. Oh ja, der ist gefährlich. Dem ist das Klo runterspülen, den Typ. Der ist ganz gefährlich. Ich schwör's euch, wenn ich hier raus bin, ne? Ja, das ist richtig Rambazamba. Dann gibt's Terror. Verspreche ich euch. Dann wird das Wort Terrorist passen.
Nehmt euch auseinander, verspreche ich euch. Ich rede mit der Glatze da, mit dem schwulen Taser da. Du triffst doch eh nichts mit dem Ding. Ja, toller Versuch, du Trottel. Komm doch her, ich nehm dich auseinander, selbst mit deinen scheiß Gummiknüppel, den schieb ich dir in den Arsch rein. Drüber über der Zelle haben wir Henna Montana. Du wenn ich 60 Maul. Jahre aus dem Knast bin, ne, ich werde ganze Mann, Familie werden ich gerade gesagt, okay. Hier unten haben wir die süße Mendoza. Ach, Mendoza, Leute, spring mal gegen die Wand, du bist so hässlich, ich seh dich gar nicht. Pony? Ja. Ja, Mensch. Wo bist du? Ich verspreche dir den Spruch. Links oben. Du weißt, lass mal über Toilette reden, Digga. Mach mal flüstern. Wie lange musst du? Hörst du mich? Scheiße, Digga, Toilettenfunktion geht nicht, Digga, du hörst mich nicht, gell? Die Hände Montana hat mir so auf den Sack. Halt's Maul. Geh weiter, bitte. Ach du bitte, geh einfach an die Wand! Geh einfach nur weiter, hab ich gesagt. An die das Wand ist meine Zelle, meine Regeln. An die Wand, hab ich gerade gesagt. Stell dich, ey, Sonny. Hinten an die Wand. Stell dich gut. Rechts, nein. Sonny, an die Wand, ja. Ja, bleib doch locker. Rechts im Klo. Gut. Geh wieder raus. So. Was willst du? Jetzt legt er mir Handschellen an, Junge. Ey, Glatze, warum kommst du nicht zu mir spielen? Ich hab ja nichts dagegen, ne? Glatze, warum kommst du nicht zu mir? Ey, Glatzkopf. Ah, die sind weg, Alter. Die sind weg. Na, aber doch nicht. Könnt ihr mich mal frei machen hier, bitte? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ah, immerhin kann ich noch mit den Fuffis durch die Gegend schmeißen. Gerade allein hier? Ich weiß nicht, Mann. Ja, Leute, ich verschritte. Ja, ich auch, Mann. Wer ist denn hier? Hallo. Da unten ist doch einer. Ey! Komm mal hoch hier, Chef. Der soll mal die scheiß Handschellen abmachen hier. Mach mal den Kollegen da unten die Handschellen ab, Mann. Oder ich komm raus. Sag ich dir. Jungs, Freunde, könnt ihr da mal was machen jetzt? Guck mal, die laufen einfach, warte mal ab. Die, euch krieg ich auch noch, sag ich euch. Kein Problem. Da, guck mal. Darf ich dem Hallo sagen? Ja. Bruder. Ey. Hallo. Miro. Was ist los, Digga? Jo, du bist gefickt, Digga. Ich bin gefickt. Guck mich an, ich bin free. Wollen mich vielleicht hier auslassen? Lass dir nichts erzählen, Miro, von dem Trottel. Alter. Hallo, Frau Smirnoff. Oh Mann, ihr seid gefickt, Jungs. Und da bist du freundlich, ne, du hässliche Glatze. Halt die Klappe da hinten. Oh, Miami, bei uns sind langen Waffen, da bin ich noch niemals drauf gekommen. Auf die Knasthose wäre ich nie gekommen. Ja, die Tür ist gleich offen. Hallo Sarah. Na Goldie. Ist offen. Krawatte und so immer. Ihr wisst ja, dass man die Krawatte und so immer anbehält. Okay, geht mal rein, geht hier vor. Buonasera. Wir sind die Leute, die euch rausholen. Good, then let's go. Good, then let's go. Was? Alles klar, auf geht's. Und ihr habt Zeit hier. Wo ist Sonny? Sonny, Befreiung, ich hab 23%, 27%, 30%, okay, 93%. Okay. Alles gut. Jungs, sehr gut. Wir haben euch einmal gesehen gehabt, denen geht richtig der Stift, ne? 2, 3, 1, hier ist offen. 1, ist offen, 2, offen, 3, offen, offen, offen. Raus. Oh, ja, wo, komm, direkt, komm, bitte raus, Jungs. Alle raus hier. Quattro Solano, alle raus Solano. Links, links. Wohin? Nein, wir müssen hier vorne hin, wir müssen noch hier vorne hin, zu der Tür. Wo, warte, ich muss Rico, mal vor. Wo ist Rico? Ich wollte ihn da was überreichen, von der Dame gegenüber. Und ich hoffe, sie sind jetzt ein bisschen kooperativer. Ich hoffe, es ist eine Bazooka oder so. Sonny, lauf quasi. Lauf, Bruder, lauf. Rico fehlt. Die Deppen, Rico fehlt. Die Deppen sind durchs Haupttor, die Idioten. Ich weiß auch nicht, was der Plan ist, aber... Der Jungs ist ja wohl schon raus hier. Sonny, einsteigen. Wo? Haben wir einen Plan? Alter, jawohl. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das geschafft, Digga? Ey, wie habt ihr... Das kann man nicht knacken. Was? Warum kann man das Tor nicht knacken? Wieso kann man das Tor nicht knacken? Weiß ich nicht. Warum hat Sonny Klatze? Digga, das ist Käferkacke, Digga. Alle Klatze, die hier irgendwie... Ach du Scheiße. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wie kommen wir jetzt hier raus? Vordereingang, oder? Bewaffnet? Oder ich hab ne Axt. Ja, kommt, Jungs, kommt, kommt. Ey, Jungs, wo ist Rico? Ist es angekommen? Das mit der Bazooka, oder? Nee, das ist ein Geschenk eigentlich, aber egal. Ja, was soll ich mit einer Rose? Willst du mich heiraten, oder was? Es war fest, dass eine Dame da mit schwarzen Haaren dir gesagt hat, die übergeben willst du schon, wenn's geht. Ach du Scheiße. Die weiß aber schon, dass ich lebenslang im Knast bin. Scheiße. Rico hat Ding ins Gespräch hier mit Goldie. Suchergespräch. Ach du Scheiße, so ein Trottel. Wohin jetzt? Wir müssen wieder hoch, wir müssen zurück, dort wo ihr herkommen seid. Und dann Vordereingang. Genau, Vordereingang einfach raus, Jungs. Oh mein Gott, Jungs, das wird so in die Hose gehen. Sonny, wir freuen uns erst, wenn wir draußen. Endlich frei, Alter. Endlich frei, ey. Großer Helm, weiß großes Köpfchen. Ja, was verdient, Trottel. Ja, Levi, kommt bitte mit. Oh, endlich frei, Alter.
Haben wir hier ein Problem, die Herren? Ich glaube, du hast gerade ein Problem, du Glatzkopf. Oh, du hast hier eine Machete im Gesicht, Kollege. Nimm mal die Flossen hoch und keinen Mucks mehr. Na, besser ist es. So, Taser aus der Hand. Da ja, muss ich die Hand aber runternehmen, um die in meinen Haft da reinzukriegen. Vorne sind Taser noch zwei. Ja, Jungs, ich bin... Hände hoch jetzt erstmal. Nimm die Hände hoch. Jetzt. Nimm die Hände hoch. Ja. Leg dem Seil an. Fesselt den. Jungs, ist sehr riskant, sag ich schon. Sehr riskant. Hände nach hinten. So. Miami, hast du gehört? Es sind noch zwei im Vorraum, im nächsten Alles Raum. Gut. Knacken, Jungs. Flüstern. Ab jetzt flüstern. Wer ist denn der Glatzkopf? Ja, West. Miese Zeit. Aber ich hab dich trotzdem gern gehabt, ne? Gebracht. Wir stürmen einfach. Die können nichts machen, wenn wir rausstürmen. Und kein Auto, Digga. Egal, Digga. Wir flüchten zu Fuß. Die erwischen uns nicht alle. Wir rennen irgendwo in den Busch. Auf jetzt. Eine Tür noch hier. Drei. Ne, zwei, fuck. Alter, knapp, Bruder. Redet nicht mehr so viel, man hört das. Ey, bitte schaut euch Rikos Fresse an. Bitte schaut euch Rikos Fresse an. Shut that motherfucker! Ich hab nur gebraucht ein weißes Unterhemd und weiße Schuhe, Digga. Er fragt uns, haben wir hier ein Problem? Jungs, hängt dran, ihr wurdet alle entlassen, ne? Mhm. Ich geh als Erster, bitte in den Unabstand, danke. Oh Mann, Digga. Ich schwör, ich renn wie ein Fuchs. Rico wurde entlassen, Digga. Da war niemand, der uns abholt, oder was? Schau, Rico, rein! Da laufen wir auch hinterher. Ist offen. So, jetzt go. Oh, stehen bleiben, oder? Lauf. Vier Sitze hinten rein. Steck in die vier Sitze hinten rein. Vier Sitze. Gib da einen, los. Mach auf! Ist auf, ach so. Warte, jetzt ist auf. So, wo möchtest du hin? Einfach nur weg hier, Jungs, Alter. Sauber, Junge, sauber. Alter, hast du mir gut, Mann. Oh, Digga, ich zitter ja richtig, Digga. Ich schwör, ich hab noch voll lange, ne? Oh, jawohl, Alter, Ehre. Boah. Nikolai? Was ist los? Ich bin frei. Ja, Ivan Almani und Miami, ne? Die Props gehen raus, die haben es drauf, die Boys. Ja, wir machen jetzt gleich Aktion, ne? Wo seid ihr?